Ich glaube, ich saß jetzt schon eine Stunde hier drin. Oder länger. Seit ich mich verändert hatte, war Zeit nicht mehr dasselbe. Sie war instabil. In Sekunden vergingen manchmal Tage. In Tagen vergingen manchmal nur Sekunden. Aber ich vermisste sie in jeder davon. Sie war das Einzige in einem Leben voller Armut und Fehlschlägen, das mir das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Ein Pizzafahrer, der bei seiner Oma wohnte, hatte eben nicht viel. Aber das brauchte ich auch nicht. Denn ich hatte sie. Doch das änderte sich, als ich mich änderte. Ich glaube, es hatte mit einem Biss angefangen. Ich war mir nicht mehr sicher. Dann wurde ich so müde. Mein Körper veränderte sich. Ich schlief. Und als ich wieder aufwachte, war ich etwas anderes. Ich sah nicht mehr so aus wie vorher. Grausig könnte man mein Erscheinungsbild jetzt nennen. Das konnte ich noch einschätzen, denn ich war immer noch ich. Ein bisschen zumindest. Anders als die anderen meiner Art. Die waren dem Ruf des Mannes in unseren Köpfen erlegen. Außer zu fressen, wollten sie ihm nur gehorchen. Doch bei mir ist irgendwas schiefgelaufen. Glaube ich. Jetzt wurde meine Geduld endlich belohnt. Sie kam nach Hause. Wie ich es vermisste, ihren wunderschönen Körper in meinen Armen zu halten. Es war unfair, dass mir das jetzt nicht mehr möglich war. Sie setzte sich auf das Bett und blickte besorgt auf ihr Handy. Das konnte ich aus ihrem Schrank heraus gut sehen. Ob sie sich Sorgen um mich machte? Vielleicht sollte ich dann aufhören, mich zu verstecken. Es konnte gut sein, dass sie froh sein würde, mich zu sehen. Das war ein schöner Gedanke. Und vielleicht würde sie auch weiterhin mit mir zusammen sein wollen. Sicher würde ihr die Entscheidung leichter fallen, wenn sie so wäre wie ich. Ja, ich sollte sie auch beißen. Nein, ich will ihr nicht wehtun. Doch, der Mann will es so. Er will, dass wir beißen und fressen. Aber ich will sie nicht fressen. Und ich will mich nicht verlieren. Ich will ich bleiben. Aber wir sind jetzt viel mehr. Wir sind hungrig. Meine sechs Beine setzten sich in Bewegung und ich verlor mich selbst in dem Monster, das ich jetzt war. Das Letzte, was ich bewusst hören konnte, war ihr Schrei.